Willkommen zum Tutorial von iPractice Pro. Dieses Video stellt die Ansicht Pad vor. Mit dem Pad kannst du aus 4 Oktaven 5 Töne auswählen und diese im Loop abspielen lassen. Die 4 Oktaven sind hier auf dem Bildschirm farblich abgesetzt sichtbar. Die tiefste Oktave ist direkt unter den 4 großen Buttons und die höchste Oktave ist ganz unten zu finden. Als Beispiel bilden wir den Akkord C Major 7. Der Basston ist ganz oben links. Wenn wir das tiefe C drücken, geht direkt das Metronom an. Wir können es mit einem langen Tipp muten oder mit einem einfachen Tipp die Wiedergabe komplett stoppen. Außerdem können wir natürlich in den Metronomeinstellungen unter anderem die Taktart ändern oder die Klickwahrscheinlichkeit. Wenn wir vom Metronom-Button nach oben oder unten swipen, können wir außerdem das Tempo schnell ändern. Swipen kann man auch direkt auf dem Pad. Dadurch wird der Akkord einen Halbton aufwärts bzw. abwärts transponiert. Jetzt fügen wir noch die Terz, das E hinzu, dann die Major 7. Nicht vergessen, im Jazz wird das H mit B bezeichnet und das B nennt man B-Flat, mit einem großen und danach einem kleinen B geschrieben. Da wir 5 Töne gleichzeitig anwählen können, fügen wir noch die 9, also das D, und die Quinte, das G, hinzu. Damit ist der Akkord vollständig und du kannst anfangen, damit zu üben oder aber den Akkord ändern, indem du einzelne Töne wieder abwählst. Direkt unter den großen Buttons findest du die Instrumente bzw. Sounds, die deinen Akkord abspielen können. Der Button neben dem Metronom zeigt dir an, dass die Töne momentan auf die Zählzeit 1 abgespielt werden. Du kannst die Töne auch nacheinander abspielen lassen, wenn du auf diesen Button tippst. Um die komplette Wiedergabe vorübergehend leise zu stellen, kannst du auf den 4. Button in der Reihe tippen. Noch einmal angetippt, wird die Lautstärke wieder zurückgesetzt. Tippe auf den kleinen Lautstärke-Button, um die Lautstärke jeder einzelnen Oktave zu beeinflussen. Die Einstellungen sind in jeder Ansicht unterschiedlich. Im Pad sind sie ziemlich übersichtlich und lassen dich dein Instrument, also die Transposition, den Modus, also Standardmodus oder Expertenmodus und die Stimmung, in der du spielen möchtest, auswählen. Das war das Tutorial zur Ansicht Pad. Viel Spaß beim Üben!